dünne Umsätze, wenig Bewegung bei den Indizes. Es ist heute nicht der ganz große Aufregertag, aber vielleicht kein Wunder. Wir haben morgen die US-Zwischenwahlen und wir haben vor allem dann am Donnerstag die Inflationsdaten aus den USA. Aber zunächst mal diese Zwischenwahlen. Da gibt es ja historische Vorbilder, könnte man sagen, historische Verläufe. Und jedes Mal, nämlich 19 Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es Zwischenwahlen in den USA. Und jedes Mal sind die Märkte dann zwischen den Zwischenwahlen und dem Jahresende gestiegen. Wird das diesmal auch so sein? Das wollen wir uns anschauen. Es gibt einen prominenten Bären an der Wall Street, nämlich Mike Wilson von Morgan Stanley, der sagt, ja, das wird diesmal auch wahrscheinlich der Fall sein. Aber wie gesagt, schauen wir uns die Situation mal an. Zunächst mal, nicht nur ist 19 Mal jetzt in Folge der Aktienmarkt nach den US-Zwischenwahlen bis zum Jahresende gestiegen, sondern in jeder der Periode dieser Zwischenwahlen sind die Aktienmärkte auch 12 Monate später höher gestanden als zum Zeitpunkt der US-Zwischenwahlen. Also viel besser scheint es nicht zu gehen. Hervorragende Voraussetzungen, zumindest statistisch gesehen, dass dann die US-Märkte steigen. Und wenn die US-Märkte steigen, dann steigt auch der DAX. Ich betone immer die USA, weil da die Musik gespielt, nach der überall sonst getanzt wird. Ich kann ja auch die Tanzenden beschreiben, aber ich beschreibe lieber die Musik, damit man versteht, wie die Herrschaften tanzen. Dementsprechend dieser Fokus auf die USA. Aber es wäre natürlich trotzdem ein miserables Jahr, selbst wenn wir jetzt noch eine Rallye bis zum Jahresende zaubern würden. Schauen wir uns mal die Forecasts an der US-Banken beim S&P 500 zwischen 4.400 und 5.300 Punkten, durchschnittlich 5.075 Punkte. Jetzt sind wir bei 3.700 und einige zerquetschte, also bis 5.000, da müsste schon ziemlich viel passieren, damit das eintritt. Also das war natürlich ein Jahr von großem Schmerz für viele, gerade diese professionellen Investoren, die etwa 60% Aktien, 40% Anleihen im Portfolio haben, die sind ganz schön, naja, die haben sich eine blutige Nase geholt, weil du in diesem Jahr schlichtweg keine Alternative hattest. Aktien sind nicht gut gelaufen, vor allem die Tech-Aktien nicht. Und die Anleihen, die sind auch sehr schlecht gelaufen. Ein historisch schlechtes Jahr für Anleihen. Also was tun? Wohin willst du dann mit deinem Geld, das du ja verwalten musst, das du anlegen musst als Pensionsfonds? Große Frage. Aber jetzt haben wir die Zwischenwahlen vor der Brust in den USA. Und so wie es derzeit aussieht, dürfte das Abgeordnetenhaus ziemlich sicher an die Republikaner gehen. Also eine Kammer, die bisher bei den Demokraten war, geht jetzt an die Republikaner. Aber was passiert mit dem zweiten, mit der zweiten Kammer, nämlich mit dem Senat? Da gibt es 6 ganz enge Geschichten in 6 amerikanischen Bundesstaaten. Davon sind 4 bereits demokratisch, nur 2 republikanisch. Also es müsste für die Demokraten günstig laufen, dass sie die 2 umstrittenen von den Republikanern holen und möglichst dann nicht so viele eigene enge Rennen, wo Demokraten bereits an der Macht sind, verlieren. Also nach meiner Auffassung auch eine ziemlich gute Chance, dass die Republikaner das auch gewinnen. Das würde bedeuten, Joe Biden wäre ein lame duck, weil beide Kammern dann in der Hand der Republikaner wären. Was bedeutet das für Öl? Was bedeutet das für die Märkte? Das ist ja die große Frage. Was würde daraus folgen, wenn eben Joe Biden seine Agenda nur noch teilweise durchbringen kann? Er hat dann ein Veto, er kann also vieles verhindern, aber er kann eben vieles auch nicht mehr selber durchbringen. Ist das gut für Tech-Aktien, schlecht für Tech-Aktien, gut für Energie, gut für Rohöl? Das ist die große Frage. Schauen wir uns aber zunächst mal an, was eigentlich in diesem Jahr passiert ist. Wir sehen also den Abverkauf der großen Tech-Aktien, vor allem Meta, vor allem Amazon. Das sind die Hauptverlierer in diesem Jahr. Und wir sehen, dass lange ja Energie der wichtigste Sektor war. Jetzt hat Energie deutlich aufgeholt. Das ist ein Trend, der jetzt erkennbar ist, der nicht so schnell abebben dürfte, auch wenn wir jetzt sehen, dass wir gerade im Energiesektor ziemlich stark überkauft sind, da also eine Korrektur sehen könnten. Aber unten in dem Chart sehen Sie mal den Nasdaq, wie er 1972 und 1973 performt hat, also auch in einem stark inflationären Umfeld. Da haben wir eine ziemlich weitgehende Parallele, was die Kursentwicklung betrifft. Damals ging es nochmal ziemlich stark nach unten, bis es dann wieder nach oben ging. Und wenn wir uns den Nasdaq mal anschauen,
hier im längerfristigen Chart von Sven Henrik. Dann haben wir hier die Tiefs aus der Finanzkrise und die Tiefs aus dem Corona-Crash. Und wir sehen, ja, diesmal hat diese Trendlinie gerade noch gehalten. Also nicht wirklich zufällig, dass wir jetzt den Bounce nach oben nochmal gesehen haben. Aber wenn diese Linie bricht, wenn dieser Trend bricht und das ist durchaus im Bereich des Möglichen, dann wird es schwer. Für viele Aktien ist dieser Trend bereits gebrochen. Schauen wir uns mal hier die Halbaktien des Jahres 2021 an und was aus ihnen wurde eine Peloton minus 94,5%. Das muss man sich mal vorstellen. Novavax, eine DocuSign, auch ein Liebling meiner zweitbesten Freundin Cathy Wood, eine Coinbase. Alle mindestens 80% im Minus, manche über 90% im Minus. Sind die Zinsen so hoch, bist du zu schwach? So Daniel Eckert, also da hat es jenseits der Indizes ja schon richtig gekracht. Auch bei den großen Tech-Unternehmen hat es gekracht. Aber eben bis auf Meta noch einigermaßen verhältnismäßig gekracht. Also nicht ganz so krass wie eben bei diesen Aktien, die wir gerade gesehen haben. Aber da droht eben noch Ungemach. Denn eine der Aktien, die sich neben Apple sehr gut gehalten hat, das war Tesla. Und by the way, Zwischenwahlen. Jetzt hat Elon Musk offiziell eine Wahlempfehlung für die Republikaner ausgesprochen. Er sagte, ja, der Präsident ist ein Demokrat, also lasst uns die Republikaner wählen. Und schauen wir uns hier mal die Tesla-Aktie an, die heute wieder mal stark unter Druck ist. Wahrscheinlich, weil man sich sagt, naja, er kriegt diese ganze Geschichte mit Twitter nicht so richtig in den Griff. Ziemlich erratisch. Jetzt ruft er wieder bereits entlassene Leute zurück, nachdem ihm aufgefallen ist, oh, ich brauche die doch. Und man denkt wahrscheinlich, er ist damit überfordert seitens der Aktionäre von Tesla. Die kann ich nachvollziehen, diese Sorgen. Hier sehen wir mal eben, dass möglicherweise die Tesla-Aktie hier eine Schulter-auf-Schulter ausbildet. Wenn es da nach unten geht, dann kann es ziemlich rumsen. Das sehen wir oben in diesem Chart, nachdem es ja so stark gestiegen ist. Also da ist wahnsinnig viel Abwärtspotenzial eigentlich, denn diese Überbewertung bei Tesla, die ist ja noch weitgehend intakt. Da ist ganz wenig bisher ausgepreist worden. Und da ist ja die beste aller für Tesla denkbaren Welten eigentlich schon mehr als eingepreist. Aber mal schauen, was da passiert, der Chart von Capital.com. Wir sehen, was passiert im Tech-Bereich. Massive Entlassungen. Twitter, Apple Hiring Freeze, Amazon Hiring Freeze, Snapchat, Meta, Microsoft, Intel. Wir sind also praktisch am Beginn einer Entlassungswelle. Wo fangen Entlassungswellen meistens an? Bei Startups, bei Tech-Unternehmen und bei großen Tech-Unternehmen. Und wir sehen, das passiert jetzt. Also wir werden eine steigende Arbeitslosigkeit sehen. Und was interessant ist, es sind in den USA nicht nur die geringer Verdienenden von der Inflation betroffen, sondern eben jetzt zunehmend auch die besser Verdienenden, die sagen, oh, das ist ein richtiges Thema, auch wenn die Inflationsdynamik in den USA bereits nachlässt, aber die Preise sind eben deutlich gestiegen und jetzt tritt die Fed voll auf die Bremse. Jerome Powell hat den Zinsgipfel nach oben verschoben bei seiner letzten Pressekonferenz. Und damit strafft er die Geldpolitik in eine Schrumpfung der Wirtschaft hinein, so wie man die Geldpolitik immer laxer gemacht hat in eine bereits überhitzende Wirtschaft hinein. Jetzt wird man dann wahrscheinlich aufgrund der Inflationsdaten, die wir am Donnerstag bekommen, aus den USA wieder ein Datum der Vergangenheit nehmen, einen Indikator der Vergangenheit, um zukünftige Politik zu gestalten, zukünftige Geldpolitik. Das ist letztendlich absurd. Die Fed ist immer hinter der Kurve. Sie war in Sachen Inflation hinter der Kurve. Jetzt ist sie wieder in Sachen Inflation hinter der Kurve. Nur damals war die Inflation viel stärker, als sie gedacht hat. Jetzt ist sie bereits schwächer, als sie denkt. Das ist das große Thema. Wir sehen das etwa bei dieser Sticky Inflation, bei dieser klebrigen Inflation, dauerhaften Inflation. Hier sehen wir, die Mietpreise in den USA sind im freien Fall. Das wird jetzt sehr, sehr schnell gehen, dass die Mieten fallen. Und die Frage ist, wie weit fallen die Aktien? Wenn jetzt diese Rezession kommt, die durch die Zinskurven ja praktisch mehr oder weniger als sicher gilt. Hier sehen wir mal eine interessante Grafik, nämlich die Marktkapitalisierung der Aktien in den USA zum BIP der USA. Und wenn wir jetzt wirklich eine Rezession bekommen, wenn die Wirtschaft
richtig nach unten geht und vieles spricht dafür. Derzeit haben wir immer noch eine Marktkapitalisierung zum BIP von 150%. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, die Rezession 2000 und folgende, da kamen wir von 142% runter im Tief auf 71% und in der Great Recession, damit meinen die Amerikaner 1929 und folgende, waren wir bei 105% im Hoch und sind dann auf 45% gesunken. Auch bei Corona waren wir bei 152% und sind dann auf 120 gesunken. Und all diese Bärenmärkte haben erst einen Boden gebildet, als die Fed ganz schnell die Zinsen wieder gesenkt hat, um dann unter 1% Zinsen zu kommen. Und nehmen wir mal an, der S&P würde dann mit einer Bewertung von 100% zum BIP daherkommen, also einer Marktkapitalisierung, dann würde das bedeuten, wir hätten noch ein Abwärtspotenzial von 30%. Also die Fallhöhe ist nach wie vor da, auch wenn wir natürlich jetzt nach und mit den Zwischenwahlen durchaus das Potenzial für eine Rallye haben. Und jetzt kommen wir mal nach Deutschland. In Sachen Rezession, in Sachen Deindustrialisierung, das ist ja eigentlich das ganz große Thema, warum ich Ihnen all das erzähle, werden Sie gleich noch merken. Jedenfalls seit den Energiekrisen der 1970er Jahre, so zeigt Daniel Eckert, ist der Anteil der deutschen Industrie von knapp unter 50 auf knapp unter 40 gefallen. Dann ging es Ende der 1990er Jahre nochmal runter auf um und bei 30%. Da sind wir jetzt, Tendenz bald fallend aufgrund unserer Energiepreise und immer mehr Insolvenzen kommen. Hier mein viertbester Freund, der Marcello Fraccherino, der hat ja damals den Habeck verteidigt mit den Insolvenzen. Die sind ja nicht insolvent, sondern die können heute momentan keine Produktion machen. Gell? Das ist eine Spitzendefinition von Nicht-Insolvenz. Jetzt erwartet aber der gute Fraccherino wieder doch eine Insolvenzwelle. Vielleicht sind die ja gar nicht dann Insolvenz, sondern die hören halt auf, nur zu produzieren und zu existieren. Ne? Da ist man ja auch nicht automatisch insolvent, wenn man nicht mehr existiert. Im Gegenteil, wer nicht existiert, kann nicht insolvent sein. Na, das hat der Marcello natürlich wieder mal auf den Punkt gebracht. Und wenn ich jetzt nochmal einen Bogen schlagen darf, wir hatten ja kürzlich den G7-Gipfel in Münster. Der war eigentlich völlig bedeutungslos. Sollte ja irgendwie über den Krieg in der Ukraine gesprochen werden und passenderweise hat man dort eben das Kreuz, das christliche Kreuz entfernt. Jetzt muss man wissen, dass dieses Kreuz eine immense historische Bedeutung hatte dort in Münster, denn dort in diesem Saal, wo sich die G7 mit Annalena Baerbock getroffen haben, wurde der Westfälische Frieden besiegelt mit einem Vertrag, dessen erster Artikel lautete im Prinzip: Niemand mehr soll im Namen des Kreuzes Krieg führen, und dieser Westfälische Frieden beendete den 30-jährigen Krieg. Das war der Krieg in der Weltgeschichte, zumindest der europäischen Geschichte, der prozentual einen so großen Anteil der Menschen getötet hat wie kein anderer, auch nicht der Zweite oder der Erste Weltkrieg. Da ist mehr als die Hälfte der Leute ist schlichtweg umgekommen, verhungert, auf irgendeine Weise gestorben durch Seuchen etc. Das ist ein wirklich seltsames Ding. Und dann vor allem 1936 haben die Nazis damals eben auch gesagt, wir hängen dieses Kreuz jetzt ab. Daraufhin gab es regelrechte Protestwellen im Münsterland, wodurch die Nazis dann gezwungen waren, dieses Kreuz wieder aufzuhängen. Und die Frage ist ja, warum wurde das abgehängt? Schadet das der Klimareligion, wenn man da ein christliches Kreuz abhängt? Ich weiß es nicht, mein Kollege Georg Habenicht hat auf diese historischen Zusammenhänge, die offenkundig vielen nicht klar sind, nochmal verwiesen. Aber in Sachen Klimareligion, in Sachen Industrialisierung, in Sachen Wirtschaft, wo geht es hin? Da ein Interview mit einem türkischen Wirtschaftsprofessor, der in Deutschland lebt und der gefragt wird, naja, wie sehen denn die Türken derzeit Deutschland? Und da sagt er, in der Türkei lachen sie über Deutschland, sie zerstören ihre Industrie. Die Deutschen haben eine so erfolgreiche und tolle Autoindustrie. Warum reden die das kaputt? Warum schlachten sie ihre eigene Gewinnmaschine? Wenn sie weniger Öl verbrauchen, geht ja nicht weltweit der CO2-Ausstoß so zurück, sondern andere Länder kaufen mehr Öl und da wird wahrscheinlich dann mit weniger sauberen Mitteln dieses Öl wieder in die Luft geblasen, schlichtweg, weil die Filtertechnologie nicht so da ist. Also so richtig Sinn macht das nicht. Innereuropäische Energieexperten sehen in der überwiegenden Mehrzahl die deutsche Energiewende auch kritisch. Das wird nicht funktionieren, so die Auffassung des Auslands, aber wir machen ja ungebremst weiter und gehe unsere Industrie hops dabei, und dabei
ist ja das Seltsame, dass wir faktisch jetzt LNG-Terminals ausbauen. Das heißt, wir bekommen Fracking-Gas, das extrem klimaschädlich ist, das woanders eben gewonnen wird, dann mit Schwerdiesel über die Meere transportiert wird. Sind wir damit Klimaweltmeister und praktisch der Musterschüler in Sachen Klima? Eher nicht. Wir setzen auf Fracking-Gas praktisch aus den USA. Wunderbar, wir schalten Atomkraft ab, die ja eben kein CO2 emittieren würde. Und eines ist doch klar, Deutschland ist eigentlich zu klein, um hier Vorreiter zu sein in Sachen Klima. Und zweitens sind wir ein Klimasünder. Wir verbrauchen so viel CO2 wie noch nie. Die Grünen sind gewissermaßen jetzt die Pro-CO2-Partei, könnte man fast polemisch formulieren, jetzt vor dem Gipfel. Und wenn CO2-Einsparung das oberste Ziel der Rettung der Welt wäre, was die Grünen ja behaupten, dann müssten wir doch eigentlich diese 6 AKWs wieder an den Start bringen. Und das Problem ist eben, dass hier diese Horrorszenarien, die auf praktisch Extremszenarien basieren, die faktisch schon nicht mehr eintreten können, faktisch schon widerlegt sind. Das sind Hochrechnungen teilweise aus den letzten Jahren gewesen. Wenn das und das passiert, dann könnte es so weit kommen. Aber das ist oft die Basis für eben diese Horrorszenarien, die praktisch in den Mainstream reingehauen werden. Und die Leute sorgen sich und sagen sie, oh, da muss ja was passieren, aber es sind Horrorszenarien, die eben keine wissenschaftliche Grundlage ist. Deswegen appelliere ich hier mit diesem Teaser hier, kleb dich nicht fest, sondern lerne lesen und schreiben, lerne Wissenschaft. Man beruft sich hier auf die Wissenschaft, aber es ist Fake-Wissenschaft. Es sind Extremszenarien, die theoretisch entworfen wurden. Und das Ganze führt dann zu einer erratischen Politik. Warum ich jetzt Ihnen das erzähle, hier ist jetzt der runde Bogen. Sie fragen, ich antworte am Mittwoch, meine Damen und Herren, 18 Uhr, wird ein Webinar stattfinden, wo wir über Folgendes sprechen, nämlich mit dem Hermann Köckemann. Das Thema ist Rezessionsrisiko in Deutschland. Wo ist das Licht am Tunnel? Es gibt zwei Termine, der 9. November und der 16. November, jeweils um 18 Uhr. Da, wie gesagt, geht es um dieses Thema in Deutschland. Wo geht es hin? Was sollte man tun? Wie kann man Kapital vielleicht allokieren? Da sammeln wir ein paar Ideen. Vor allem habe ich Fragen gesammelt, die ich da beantworten werde. Und so habe ich mir das Ganze vorgestellt im ersten Teil des Webinars, also jetzt kommenden Mittwoch. Versuche ich zu beschreiben, so kam es zu dieser Krise, also praktisch der Anstieg der Energiepreise, die Inflation, die Nichtreaktion der Notenbanken auf diese Inflation, was wird passieren, der Zinsschock und die Folgen für das Jahr 2023. Und da werden wir viele Fragen, die im Vorfeld schon eingegangen sind, bei mir integrieren. Und dann im zweiten Teil des Webinars, also in Teil 2 des Webinars, was dann in der Folgewoche stattfindet, nämlich am 16. November. Da will ich auf persönliche Fragen antworten, so eine Art Making-of hier dieser Videos. Es sind einige Fragen diesbezüglich eingegangen. Wie entstehen diese Videos? Kann man davon leben? Was mache ich an den Märkten? Ich erzähle also ein bisschen so das Making-of, um es kurz zu fassen. Und dann eben auch weitere Fragen noch, die dann eingehen werden. Und jetzt will ich noch eine Sache empfehlen. Nämlich zwei Sachen genauer empfehlen. Die US-Zwischenwahlen könnten die Rallye beflügeln. Das sagt Mike Wilson von Morgan Stanley. Und der Mann lag bisher sehr, sehr gut. Erste Artikelempfehlung, zweite Artikelempfehlung. Der Artikel Nachschussforderung bei Privatmarktfonds. Da ist was in der Mache, meine Damen und Herren. Auch das sollten Sie sich unbedingt durchlesen. Aber vor allem diesen Link hier, den ich Ihnen praktisch auch unter das Video packe, schon mal in den Browser einspeichern für Mittwoch 18 Uhr. Ich glaube wirklich, das lohnt sich. Also Link merken und die zwei Artikel lesen. Jetzt sag ich Servus und Ciao.